So, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Da kriegt der Bandit schön mal einen drauf. Und es kommen auch alle, tatsächlich, ne? Und da geht sie hoch. Wumms. Bandit Nummer 1 ausgeschaltet. Das ist ein Bandit, der ist wütend. Ich glaube, mit Banditen müssen wir gar nicht lange verhandeln. Weil die sind immer böse. Sei denn, da ist ein Name dabei. Zack, haben wir ihn getroffen. Haben wir getroffen, sehr gut. Und dann kommt nämlich auch direkt schon der nächste. Wollen wir das Fass? Und er hat sogar ein Jackpack. Wirklich jetzt? Ah, jawohl. Direkt wieder ausgeschaltet. Herrlich, genau so kann das weitergehen. Und die haben wahrscheinlich Zeug dabei, was wir nämlich brauchen. Einen abgenutzten Schlüssel haben wir erhalten. Na gut. Eine Schachtel Kippen. Guter Marktwert. Schön der Wein. Einen guten Wein sagen wir auch nicht nein, ne? Das ist schon so mustert. Aber hier müssen wir irgendwie Sachen organisieren. Müssen wir mal gucken, wie viele wir hier noch haben. Ja, wir haben ja das letzte Mal schon das Schmieden gelernt. Das freut mich auch. Ich bin nicht gut genug. Verdammter Hacke, dass wir nicht gut genug sind beim Schlösserknacken. Das ärgert mich, ne? Das ärgert mich. So, hier nehmen wir noch Setzerbrot mit. Das ist natürlich alles andere als gut. Also ich glaube, wenn wir in so eine Mine reinlaufen, dann ist es vorbei. Ich bin mir da zwar nicht allzu sicher, aber ich würde es jetzt einfach mal behaupten. Da sehe ich jetzt leider kein Fass. Aber wir gucken mal. So ein schöner Kopfschuss. So nicht. So nicht? Warum nicht? So nicht, sagt er da. So nicht. Ja, komm schon, Kaya. Genau. Fetze weg. Gehen wir wieder hier auf Fernkampf. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Ansonsten nehmen wir doch den Nahkampf. Dann können wir auch schon mal drauf. Komm mal her. Eben kurz ausgewichen. Eben kurz was dazwischen gegessen. Boah, verdammt. Ja, Moment, gib mir mal eben das Gegenmittel. Ah, mit denen ist echt nicht gut, ne? Boah, ich wusste es. Wir halten nicht so viel aus, ist das ärgerlich. Ja, gut. Ja, fortsetzen, bitte. Ah, jetzt müssen wir die vielleicht versuchen in die... Haben wir hier nicht noch ein Fass, irgendwie so etwas in der Nähe? Wir müssen mal gucken. Das ist unsere gute Erfahrung. Da oben ist noch ein Bandit, sonst können wir uns den noch eben schnappen. Ich meine, Angriff ist... Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Schluss jetzt! Ach, Mist. Ach, verdammt, hat er uns doch getroffen. Genau, komm. Jetzt musst du nur noch treffen und dann sind wir gut dabei. Wahnsinn, wie lange die Projektile aber auch brauchen, bis sie zum Ziel ankommen, ne? Ja, den haben wir. Den haben wir. Der Mond macht mir immer Angst da oben, wenn man das ist. Der ist gruselig. Ein Radio haben wir sogar auch. Da ist doch bestimmt noch der eine oder andere drin, oder? Noch ein Dietrich. Schlafsack. Erstmal wieder alles mitnehmen. Das ist wichtig. Den Rest, den werden wir noch... Oh, der Bauplan für Granaten. Ach du je. Das werden wir auch noch klein kriegen, ja. So, da ist die Beutetruhe. Und da müssen wir einen Schlüssel haben. Und da haben wir sie. Die gestohlenen Wertsachen. Geld, Pokal und Golderz. Ja, wunderbar. Damit kriegen wir doch wahrscheinlich dann eine Belohnung. Hatte gesagt, wir sollen uns nicht einmischen, aber ich glaube, ja, ich glaube schon, dass das gehen wird. Elixitbeutel. Gute Klopapier hier.
Da hat Jute Klopapier. Ja, wie viel Zeug aber auch, ne? Das ist erstaunlich. Beschädigter Berserkerbogen, davon aber auch eine Menge. Hier haben wir noch eine Flasche, bitte. Wie war das nochmal? Wie war was nochmal? Plasmazelle, ja. Alles mitgenommen. So, ich hoffe, oben drauf gibt es nichts. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier frei umgucken dürfen. Na, Jax. Genau, einfach mal drüber. So, wenn wir hier nämlich jetzt noch eine Flasche haben, also nicht hier, sondern hier, dann... Ne, ich sehe da nur die Mine, ne? Dann würde das ja funktionieren, sag ich jetzt mal. Ja, das ist keine Mine, ne? Na gut, dann gucken wir mal. Du willst Ärger? Kannst du haben. Ist er Hops? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh. Das war nicht so gut. Das war noch nicht so gut. Müssen wir eben gucken. Haben wir immer noch nicht getroffen. Schön. Nee, wo sind sie denn jetzt? Verfolgt mich keiner mehr. Ach nee, die Kaya ist jetzt da ganz alleine zu gehen. Okay. Ja, die geht jetzt hoch. Oh, und die hat uns natürlich direkt mitgenommen. Ich dachte, wir schaffen es noch. Okay. Ja. Mensch. Doch gar nicht so einfach wie gedacht, ne? Aber der ist auch kein Fass, kein Nichts. Das ist echt ärgerlich. Na, warte. Ja, ja, kommt mal ran, ja. Also, werden wir leider auch nichts meistern. Vor allem diese fiesen Krabbsäcke halt. So, jetzt aber jetzt. Nein. So, jetzt aber. Ja, da haben wir wenigstens schon mal eingetroffen. Das sieht doch gut aus. Wahnsinn, wie viel Schaden. Futter mal eben was. Futter am besten direkt noch was. Ja. Aber ich hoffe, wir fliegen könnte auch. Aua, was war das denn? Achso, ja, der kann ja auch fliegen. Ja, natürlich. Dann hat er uns direkt da hinten reingehauen. Hallo! Eieieiei, jetzt hat er zur Nahkampfwaffe gewechselt. Machen wir eben kurz noch einen Snack. Ja, mit vollem Leben ist einfach schöner, ne? So, wo ist er? Da ist er. Genau, schön drauf da. Genau so. Und dann kommen wir nämlich schon hinterher. Heftigen Angriff. Das ist ja Wahnsinn, wie viel die aushalten. Haben wir sie jetzt? Oh, gut. Gut, sehr gut sogar. Alle Banditen ausgeschaltet. Ein Schrottbeil mit dabei. Da liegt auch noch eine Waffe. Das ist das Schwert, ne? Genau, die Läuferklinge. Sieht sogar, ehrlich gesagt, ziemlich schick aus, die Läuferklinge. So, um zukünftigen Gefahren vorzubeugen, haben wir ihnen natürlich einfach mal eben kurz das Minchen eliminieren. Aber damit müssten wir jetzt alle Banditen, glaube ich, auch haben. Dann können wir uns hier drüben noch ein bisschen umgucken und die Mana-Pflanzen mitnehmen, ja. War doch klar, dass hier was ist. War doch klar. Oh, wenn nicht viel, ein bisschen Bier, die Erfahrung nehmen wir mit und dann können wir unsere Belohnung abholen. Schaut mal, so einfach ist das. Schön. Auf den Dächern ist nichts. Da auch nicht. Gut, vielleicht da drüben, aber es ist vielleicht auch zu viel Mühe, sag ich mal. Da hinten liegt noch ein bisschen Erz, das bauen wir aber noch nicht ab. Wenn wir Erz suchen, dann werden wir da auch noch vorher den Perk höchstwahrscheinlich mitnehmen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So.
Das hat ja sehr gut funktioniert. Es ist noch anstrengend, gebe ich ehrlich zu. So, und zwar... Das habe ich den Banditen abgenommen. Du? Wie zum Henker hast du das angestellt? Anstatt Fragen zu stellen, solltest du mich auszahlen. Vergiss nicht, wer vor dir steht. Hier, nimm das. Das ist alles? Für dich schon. Mir gefällt es nicht, dass du den Helden spielst, obwohl ich dich gewarnt habe. Wärst du nicht mit heiler Haut davon gekommen, wäre das Pack gewarnt gewesen. Glaube also nicht, dass ich gutheiße, was du da veranstaltet hast. Ich weiß, was ich tue. Ich auch. Aber warte mal, ich sehe da eine Gelegenheit. Ach, auf einmal? Warum glaubst du, dass mich das jetzt noch interessiert? Der Fall ist jetzt anders gelagert. Du würdest in meinem direkten Auftrag handeln. Aha. Hör mich an und es landen mehr Splitter in deiner Tasche, als du ausgeben kannst. Na schön, was liegt an? Dass du mit ein paar Banditen fertig wirst, hast du gezeigt. Aber angenommen, es wird eine Nummer größer. Packst du das auch? Das wäre... Riesenwüchsige Banditen, kein Problem. Fitzbold, ich rede von einem Unhold. Oh. Dieses Ungetüm hat drei unserer besten Krieger auf dem Gewissen. Dabei war ich mir sicher, sie schaffen uns das Problem vom Hals. Tja. Ich brauche also jemanden, der sowohl Muskeln als auch Verstand besitzt, um diese Aufgabe zu erledigen. Ja, herrlich. Wegen des Unholds. Wo treibt er sich herum? Versuch es nordwestlich der Setzlingsfelder. Wie gesagt, das Vieh kommt uns gefährlich nahe. Wenn du ganz sicher gehen willst, such Astrid auf. Ihre Hütte ist auch in der Gegend. Ach, sehr gut. Vielleicht schaffst du es sogar, sie zu einer gemeinsamen Jagd zu überreden. Oh, das wäre natürlich auch super. Warum kümmern sich eure Jäger nicht darum? Die? Leben und leben lassen, wenn ich das schon höre. Astrid ist der Meinung, wir hätten das Mistvieh provoziert und es ist unsere Schuld, dass es nun Probleme macht. Ja, toll. Aber sollen wir zusehen, bis das Ding vor unseren Toren Quartier bezieht? Dann steigen uns die Sätze aufs Dach. Also habe ich nach Absprache mit Fenris beschlossen, ein paar Krieger abzustellen. Ein Fehler, wie sich gezeigt hat. Keineswegs. Wer handelt, kann scheitern. Nur wer nichts tut, macht sich schuldig. Oh, da hat er nicht so ganz Unrecht. Ich kümmere mich um ihn. Das wird kein Spaziergang. Wenn du es auf die leichte Schulter nimmst, hast du besser dein Testament gemacht. Aber was rede ich? Du weißt sicher, worauf es ankommt. Geh und erledige das Vieh. Alles klar, Mission beseitige den Unhold. Den werden wir uns direkt mal raussuchen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich glaube, der Unhold ist natürlich, wahrscheinlich eine Nummer zu groß, ne? Aber wir wissen halt schon mal, wo die Astrid ist und ihr Lager hat. Das finde ich auch super, weil die wird uns je nachdem noch eine Aufgabe geben. Wie zum Beispiel, beschaffe mehr Proviant oder... Ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Eins ist ja mit dem anderen zusammen. Und sie meint wahrscheinlich da hinten auch die Jagdhütten. Zumindest gehe ich mal davon aus. Hier sind wir ja schon oft entlang gelaufen. Nee, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Da bin ich ja mal neugierig. Wenn ich den Weg hier entlang laufen. Leben und leben lassen ist natürlich eigentlich die Devise. Ne? Das ist es ja. Leben und leben lassen. Aber so ein Unhold, wenn er dann einmal durchs Berserkerlager geht. Eieieiei. Da braucht man eine Menge Pfeile. Wo soll der denn sein? Achso, da ist die Astrid. Alles klar. Also quasi gesehen querfeld ein. Da laufen wir erstmal einfach den Weg hier entlang und dann werden wir die ja schon finden. Kann ja auch sein, dass die Astrid sagt, hör mal, ich habe eine bessere Idee. Wir locken ihn einfach weg. Da, wo er dann spielen kann. Achtung! Jetzt stirb. Ah, wir sollten uns vielleicht eine andere Nahkampfwaffe zulegen. Das ist eh immer besser, falls mal jemand rüpelig wird. Versteht sich, ne? Dann können wir dem auch direkt Bescheid sagen. So, mal eben kurz gespeichert. Wo ist denn die Astrid? Da ist anscheinend die Astrid. Hat sie uns gesehen?
oder nicht? Ich glaube nicht. Das heißt, wir lassen natürlich mal eben kurz hier noch alles mitgehen. Das ist halt schön, ne? Ich finde das richtig gut. Wir können auch natürlich jetzt hier zum Abschluss dieser Session... Oh, nimm das mal eben mit. Ja, da haben wir schon wieder hier so ein Ding hier, ne? Ein Tresor. Können wir den hacken? Ich bin nicht gut genug. Da will ich mich noch in Ruhe umgucken. Wir haben so viele Tresore, die wir hacken können. Hier wird nicht rumgeschlichen. Ja. Macht hier mal keinen Kopf. Was ist mit dir? Dürfen wir da mitnehmen? Beschädigter Jagdbogen. Oh, rohes Fleisch. Schön. Und da drinnen, da ist wahrscheinlich ein guter Bogen. Kann auch sein, dass auch wieder so ein beschädigtes Ding ist, aber... Gucken wir uns das mal genauer an. Eben kurz gespeichert. Eine Nachricht von Rocco. Astrid, hör auf wegzulaufen. Warum hast du mir damals das Leben gerettet und gehst mir jetzt aus dem Weg? Ohne dich wäre ich verblutet. Jetzt ist es nicht anders. Nur blutet mir das Herz. Komm zu mir zurück. Mir gefällt es nicht, dass du dich mit den Berserkern, mit den Berserkern gemein machst. Die sind kein Umgang für dich. Zwingen mich nicht deutlicher zu werden. Gruß Rocco. Ach, die Liebe. Ein beschädigter Kriegsbogen und ein leichtes Schloss, was wir knacken können. Das war wohl nichts. Ah, verdammt. Nach da und dann nach da. Wunderbar. Nicht? Doch, klar. Und dann nehmen wir natürlich hier auch einen starken Heiltrank mit und nochmal ein paar Pfeile. Herrlich. Haben wir hier noch was Schönes? Ein Herz? Könnten wir uns kochen? Brauchen wir aber erstmal nicht. Sehr gut. Hallo Astrid. Oh, da haben wir direkt ein paar Feinde. Was ist da los? Was ist da los? Halte durch. Ich komme zur Verstärkung. Oder auch nicht. Dankeschön. Hi. Rappi-Schnappi. Ja, genau das. Da hat er hier einfach mir nichts, dir nichts. Oh, da hast du sogar Totenkopf, ne? Boah, ich weiß nicht, ob uns mit einem... Ich wollte gerade sagen, ne? Ich glaube, dass er viel zu stark ist. Aber gucken wir mal. Nee. Achso, verdammt. Oh, das ist jetzt nicht so toll. Muss man eben gucken. Astrid? Ja, Astrid? Ja, ich wollte gerade sagen, der ist so ein Mistviech da, oder? Kaya, stehst du bitte eben auf? Dank dir. Eieieiei, komm. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Das Ding. Du bist ja doch vernünftig. Oh. So, und wen haben wir da jetzt verloren? Weil das ist gar nicht gut. Wer lag denn hier? Wo sind denn hier die Fetzen geflogen? Ach, ein Bandit. Ja, da ist nicht schade drum. Wo ist der andere hingefetzt? Da unten. Schön. Und du bist? Noch ein Bandit. Ja, dann ist okay. Dann ist gar kein Thema. Die Banditen. Ich fasse es nicht. Ach, herrlich. So, zum Abschluss dieser Session gehen wir jetzt noch eben kurz ins Inventar. Wir haben 2800 Elex. Wie viele Elex-Beutelchen haben wir denn? Wir müssen die so und so erstmal finden, ne? Das sieht soweit ganz gut aus. Es wird hier gerade sogar noch geklingelt. Ich fasse es ja nicht. Ich wüsste gar nicht, warum. Da seht ihr es. Guck mal hier, eine große Menge Elixids. 20, 100, 50. Also haben wir gut was mitbekommen. Vor allen Dingen die Goldteller sind auch noch was wert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.